Hallo, mein Name ist Christoph Eichler von JTEC und ich möchte mich heute mit Videokonferenzen beschäftigen. Das Ganze im Zusammenspiel mit Videobildmischern wie zum Beispiel Atem Mini Pro von Blackmagic Design. Wir hatten uns damit schon mal beschäftigt. Ich habe dafür schon mal ein Video gemacht. Und zwar ging es darum, wie solche Videomischer in Videokonferenzen hilfreich sein können. Da kamen wir dann darauf, dass es natürlich Sinn macht, eine bessere Qualität an Kamera einzubauen, besserer Winkel, den ich möglich machen kann. Zum Beispiel, wenn ich eine eingebaute Kamera im Notebook habe, dann kriege ich das Kamerabild ziemlich in die Nase rein, weil es von unten nach oben leuchtet oder die Kamera von unten nach oben aufnimmt. Und also das heißt, ich kann verschiedene Kamerawinkel mit verschiedenen Kameras machen. Das lockert auch so eine Kommunikationsatmosphäre ein bisschen auf, wenn ich mal unterschiedliche Winkel angehen kann. Zweite Thematik war, dass ich auch mithilfe einer mobilen Kamera auch Sachen visualisieren kann, die halt jetzt sonst schwer zu visualisieren sind, wenn ich jetzt etwas vor so eine Kamera halten muss, vor eine eingebaute, dann ist das immer schwierig, wenn ich das drehen und wenden muss, damit ich jemand anderem, der auf der anderen Seite sitzt, das ein bisschen deutlich vorführen kann. Also da gibt es auch bessere Möglichkeiten, wenn ich ein Videoschnittsystem, wenn ich einen Mischer habe, mit mehreren Kamerawinkeln, mit mehreren Kameramöglichkeiten. Aber heute wollen wir auf ein anderes Thema eingehen. Und zwar geht es darum, dass Videokonferenzen ja auch die Möglichkeit haben, eine Bildschirmfreigabe zu machen. Und bei der Bildschirmfreigabe, die ist ja hauptsächlich dafür gedacht, dass ich Dokumente miteinander austauschen kann, also bearbeiten kann, dass ich eine Excel-Tabelle, eine PowerPoint-Präsentation, ein Word, ein PDF gemeinsam uns angucken kann, darüber diskutieren. Das ist eigentlich so eine ganz wichtige Aufgabe, die wir bei Videokonferenzen, Webkonferenzen haben. Tatsache, dass ich noch eine Kamera dabei habe und mich selbst ins Bild setzen kann, ist eigentlich nur ein positiver Nebeneffekt, damit man sich mal in die Augen schauen kann, damit es nicht so unpersönlich ist wie ein Telefonat, dort nur die Stimme rüberkommt. Dafür ist die Bildschirmfreigabe hervorragend geeignet. Da kann man wunderschöne Sachen mitmachen. Wo es aber dann schwierig wird, ist, wenn ich nicht mehr so statische Sachen wie Dokumente habe, sondern etwas habe, was sich sehr stark verändert, zum Beispiel wenn ich einen Videoclip mir angucken möchte gemeinsam, dann kommt die Bildschirmfreigabe in der Regel an die Grenze. Das liegt zum Teil an den Übertragungskapazitäten, die mir zur Verfügung stehen. Das liegt aber auch dran an der Kapazitäten des Rechners, weil der Rechner jetzt auf einmal das Ganze, was er zum einen auf den Bildschirm bringen muss, also das heißt, er muss ja erstmal so ein Filmchen wieder für den Bildschirm aufbereiten und dann vom Bildschirm wieder aufbereiten für die Übertragung. Jedes einzelne Pixel, das sich verändert, muss entsprechend gepackt werden. Und das kostet Kapazität am Rechner und dann fängt auf einmal der Rechner an, fürchterlich laut zu werden, der Lüfter geht an und das Bild in der Bildschirmeingabe fängt auf einmal an zu ruckeln, auszusetzen, zu hängen etc. Ja, das ist also eine ganz normale Sache, aber wie kann uns da der Videomischer helfen? Ich habe das Ganze mal ein bisschen praktisch angegangen und habe mal das gegenübergestellt. So. Ja, hier habe ich also meine zwei Filmchen auf der Seite. Oben ist das Filmchen, das ich in der Bildschirm
Freigabe abgespielt habe auf meinem Rechner und unten das, was ich in derselben Webkonferenz über einen Atem Mini Pro, über den USB-C-Ausgang als Webcam in meinen Rechner eingeliefert habe. Ja, wieso ist das untere entsprechend besser? Das ist eine ganz klare Sache. Wenn ich oben das Beispiel habe, dann habe ich mein Videobild, was ich übertrage. Und gleichzeitig habe ich hier auch noch den Film zu übertragen. Das heißt, hier sind auf die Art und Weise dann auch gleich zwei Datenstreams, die zu übertragen sind. Mein Bild und der Videoclip. Solange das jetzt sich nicht viel verändert, ist nicht viel zu übertragen. Wenn sich viel verändert, ist viel zu übertragen. Und der Rechner hat ja viel zu tun. Das hatten wir vorher gerade. Ja. Auf der anderen Seite, der das Videoschnittsystem, was wir da haben, der Live-Mischer, der Atem Mini Pro, der kann uns dabei helfen und nimmt uns eine ganze Menge Arbeit auch tatsächlich ab. Na, so, lassen wir mal abspielen. Er weigert sich. So, jetzt. Ich habe den Film sozusagen auf demselben Bild des Originalfilmes starten lassen. Und was man hier schon merkt, ist, dass die Filme schwer auseinandergehen. Also der untere Stream, der über den Mischer kommt, als Webcam direkt eingetragen worden ist, geht flüssig durch. Während oben es nur noch eigentlich hängende Bilder sind und wir merken, wie schnell die zwei Filme sich auseinander bewegt haben. Das ist ja eine Problematik unter Umständen. Sieht zwar nur aus wie eine Technik, aber wenn ich jetzt jemanden das vorführen möchte, dann ist das ja tatsächlich nur die halbe Leistung, die ich dabei mitliefere. Ja, ich habe heute gerade einen schönen Bericht im Spiegel gelesen gehabt, da ging es auch um Videokonferenzen, Webkonferenzen. Und da ging es darum, dass technische Probleme in Webkonferenzen emotional sich auswirken können während der Konferenz. Also da haben sie als Beispiel untersucht gehabt, in einer Telefonkonferenz, dass ein Delay von 1,2 Sekunden drin war, über Land sozusagen überkontinentale Verbindung, hat man gerne mal etwas längere Delays, früher sowieso gehabt, jetzt ein bisschen besser. Aber es entstand der Eindruck, dass der Gesprächspartner, der halt hinten verspätet antwortete, einem immer reingeredet hat. Früher waren wir das vielleicht gewöhnt, heute fällt es halt mehr auf. Heute ist die Telefoniererei natürlicheres Gespräch. Und auf einmal kommt der Eindruck, dass der Gesprächspartner unsympathischer ist drüber, weil er ja einem immer ins Wort fällt. Also daran merkt man, die Gesprächssituation ist nicht immer nur positiv, wenn der Gesprächspartner tatsächlich positiv auftritt. Es kann auch passieren, dass die Technik dafür sorgt, dass es negativ wird. Müssen wir aufpassen. Das heißt, gerade wenn es darauf ankommt, die Gesprächssituation gut zu gestalten, muss ich auch gucken, dass die Technik gut ist. Aber das sehen wir auch jeden Tag, wenn wir Webkonferenzen haben. Wenn es Probleme mit der Einwahl gibt, mit der unterschiedlichen Qualität der Technik,
dann sind wir auch schon mal relativ gut genervt, wenn einer da immer wieder ein Pfeifen hinten rein noch dazu bringt, wenn er redet oder seine Worte gehackselt ankommen. Nervt einen dann schon. Also da müssen wir gucken, dass wir was machen und was wir machen können. Was sollten wir machen, um eine schöne Gesprächssituation zu machen. Von daher hoffe ich, dass dieser Hinweis, dieses Beispiel, was ich gerade gebracht habe, für euch hilfreich war, zum Nachdenken angeregt hat. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren. Dann kriegt ihr wieder mit, wenn es neue Filmchen von mir gibt, wenn es neue Videos gibt. Ich bin auch dran, Themen jetzt auch im Livestream aufzubereiten. Aktuell, die Filme, die ich bearbeite, werden in einem Schnitt durchgeführt. Das heißt, ich bearbeite die gar nicht mehr nach. Das heißt, alles nur noch Live-Schnitt. Alles nur noch direkt. Keine Nacharbeit mehr. Erspart mir eine ganze Menge Zeit. Gut. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne was in die Kommentare rein. Ich antworte euch auch. So schnell wie es nur geht. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Und die richtige. Ja. Bis bald, bis zum nächsten Video. Tschüss.